Ja. Eins, zwei, drei. Ach, dann nehmen wir oben auch noch die vier mit. So. Genug pinke Rosen, um dort unten hoffentlich dann auch den Weg auszufüllen. Ja, hier müssen nämlich noch welche hin. Eins. Boah, die pinken Rosen, die heißen auch Pinkrose. Also das sind, glaube ich, die eindeutigsten Rosen. Oh, Ja. und hier müssen sehr viele Rosen hin, wie ich gerade Wo bemerke. denn? Vier, Näher fünf, sechs. Bahnhof? Ja, wenn du vom Bahnhof runter gehst. Hm. Hier, also hier möchte ich keine Rosen hinhaben. Also hier geht's ruhig. Aber hier unten wollte ich welche hinhaben. Weil hier auch die Häuser sind halt von Angus und von Silke. Das Ja, heißt. soll ja eine. Also hier hast du bis jetzt noch nirgends so richtig Rosen. Genau, Also das heißt Blumen hier. eigentlich. So, dann heißt es noch hier welche hin. Pinkrose, genau. Wo bist du? Ich bin hier oben an der Bahnhofsschranke. Hier pflanze ich das nämlich gerade so elegant, dass ich die Pinkrosen hier im Weg habe. Genau, die ergeben dann so einen schönen Ja. Weg. Die drei kann ich da wegnehmen und Habe unten ich noch hier unten auch hinpflanzen. gemacht. Genau, das habe ich gesehen. Das hast du auch super gemacht. Yay. Gut, hier unten kommen dann noch zwei Rosen hin, glaube ich. Und dann haben wir noch eine Gratisrose, eine Freirose, wenn man so möchte. So. Genau, und wo soll die Freirose hin? Wo soll die Freirose hin? Du bestimmst es, du bestimmst es. Heute willst du noch eine Runde, willst du noch eine Runde, willst du noch eine Runde? Ist das der endgültige Spot? Willst du den einloggen, willst du den einloggen? Ich pflanze sie einfach. Ich Gut. wollte aber nicken. Ach so, Mann. oh, sorry. Das tut mir jetzt leid. Gut, dann haben wir hier unten alles schön. Das sieht ganz gut aus. Jo. Dann können wir noch was aus meinem privaten Garten ruhig nehmen. Dann können wir nämlich eigentlich noch diese Baustelle hier unten bei Tanjas Haus offen lassen. Ansonsten wären wir dann mit den Blumen soweit ja eigentlich fertig. Das ist super eigentlich. Ja. Gut, hier unten nämlich noch die gelben hier. Man sieht ja auch manches gar nicht hier hinter dem Haus. Hier hinter Monikas Haus, da kann man auch ein paar wegnehmen. Es muss ja auch nicht alles hier unbedingt voll sein. Das wächst ja auch. So. Da sind meine Taschen auch schon wieder voll. Alles klärchen. Dann über die Brücke. Hier kann man noch was hinpflanzen. Am besten noch eine gelbe Viridflora-Tulpe, damit das passt. Dann hier unten noch zwei Blümchen hin. Was weiß ich hier, noch eine Kissenprimel. Und dann noch, damit das von den Rosen her passt, noch eine Unschuldsrose. Gut, dann Ich finde hätte es voll kacke, dass die Bewohner mit Gästen einfach nicht normal sprechen. so, sondern so besonders nach Motto, oh, du bist ja die Neue und ah, willkommen in der Ja. Stadt. Ja gut, das stimmt wohl. Hier habe ich auch das größtmögliche rausgeschöpft. Ich zähle auch mal gerade ab, wie viel ich oben noch brauche. Eins, zwei, drei. Ah, die kriege ich irgendwie noch vom Brunnen her bei den Blumen. Vielleicht. Oder kriege ich die von hier oben? Nee, das geht wohl eher schlecht, würde ich sagen, oder? Hm, ich überlege gerade, wo ich die drei Blumen hernehme. Oh, ich bin voll runtergerutscht auf meinen Stuhl. Oh Gott. Oh! Huah. Tja, dann muss. Oh, ein Megaboy-Gui. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Das ist super. Da musst du nur noch ein bisschen wachsen und größer werden und immer schön viel Milch trinken. Ja. Obwohl Milch. Ich weiß gar nicht. Hilft Milch überhaupt so viel zum Wachstum? Trägt das so viel bei? Ich glaube gar nicht mal so viel. Ich meine, ich. Vitamine einfach. Immer schön viel Vitamin C, Ja, Kinder. ich bleib klein. Ja, man muss auch nicht riesig sein. Ich stell's mir irgendwie, wenn ich ehrlich gesagt bin, richtig. Ja, unangenehm vor 2 Meter groß zu sein, wegen den ganzen Türen. Man passt dir kaum noch wo durch oder so. Ich Also. würde mir da voll auf den Kopf stumpen und dann hätte ich irgendwann so eine starke Gehirnerschütterung, dass ich irgendwie geistig behindert wäre. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mit einem meinen 1,68, was nicht so groß ist, damit bin ich aber zufrieden. Ich bin Boah, jetzt 1,57. kommt das Battle der Giganten. Ja, und ich habe Schuhgröße 36 oder 37. Wie gesagt, Battle der Giganten. Gigantische Füße. Nee, was du noch machen könntest, während ich hier noch ein paar Blumen aussortiere, du könntest ein paar Palmen nehmen, also sowohl Bananen als auch Kokospalmen, und die an der Strandseite pflanzen, wo das Café ist. Nee. Nicht? Wieso nicht? Weil ich gerade angle. Ach so, du angelst. Ich wollte gerade sagen, du stehst so nutzlos auf der Brücke rum. Ich wollte es nicht so ausdrücken, so hart, aber. Oha, das ist voll gemein. Ja, ich sag ja, ich wollte es nicht so hart ausdrücken. Ich wusste ja nicht, welcher Tätigkeit du danach kommst. Es ist schlimm, wenn es in der Aufnahme kurz mal piept oder ich weiß nicht, ob man es hört. Was denn für ein Piepen? Du weißt, welches Piepen. Ach so, das Piepen des Aufladekabels, ja. Ja. Das kann man auch zensieren. Das kann man ja auch rausschneiden, das Okay. Piepen. Mit das Piepen zensieren wir mit einem Piepen. Genau, das Piepen. Piep.
Ja, das wurde jetzt mit einem Piepen zensiert. Ja, Weißt du, ich glaube, weil das. es einfach viel zu grässlich ist, ist voll Ich eklig, glaube, das ey. Piepen von dem Aufladekabel hört sich genauso an wie dieser Zensierton. Deswegen braucht man den Zensierton gar nicht einspielen. Wir hätten jetzt irgendwas dazwischen sagen können, hätte eh keiner gehört, weil dieses Piepen viel zu laut ist. Haben wir ja doch auch. Genau. Ist doch logisch. Man muss das dann Ja. auch schon ausnutzen. Nee, gut, ich würde sagen, die Blumen, die ich geholt habe, reichen dann aus, oder? Ich glaube, es reicht genau aus von den Blumen Ich her. kann dir gar nicht folgen. Was ist eigentlich hier passiert? Wieso hast du hier so Bambus abgeholzt? Das ist so ein Konkurrent, der wollte der zweite Bambus werden, aber gegen den Lonely Das ist Bambus. ästhetisch schön, Ja, oder? das nennt sich dann einfach nur ästhetisch. Jetzt Hast du eigentlich all deine einfach Stille. Straßendesigns immer in der, Wie der immer. Tablette? In welcher Tablette? Was für eine Tablette? Bei diesem Stift da, hast du das Hä? da Bei welchem immer Stift? alles? Ach so, ja, ich habe die Designs immer abgespeichert. Ja, was für eine Tablette, dachte ich gerade. Tablette. Gut, dann würde ich sagen, pflanzen wir noch eben am Strand was Übrigens, ich um. kann die gar nicht wegmachen, ne? Ja, ist doch gut. Ja, dann kann ich das nur. Du wärst zwar sowieso so vorsichtig und willst die nicht wegmachen, sondern nur ich wahrscheinlich der Tollpatsch. Ich wollte eben Ach wegmachen. so. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich einmal kurz zum Strand. Und dann können wir ein paar Palmen mitnehmen, die wir dann. Ach, verdammt, es reicht nicht aus. Eine Blume hier, die ich nicht mitnehmen kann. Und dann pflanzen wir noch eben ein paar Palmen um und dann, ja, können wir auch die Folge beenden. Ein paar Palmen noch umpflanzen. Dann hätten wir nämlich sehr, sehr viel für die Umwelt getan. Folgst du mir noch einmal kurz? Ach, nicht so panisch. Ist doch alles in Ordnung. Oh, meine Hände kribbeln gerade. Oh. Hände eingeschlafen. Das wäre schlecht. Hier. Das Nein, fühlt sich hier. lustig an. Hier musst du noch ein paar Blumen setzen. Oder die setze ich kurz hier, die zwei. Eins, zwei. Ah, super, die weiße Blume ist nicht richtig gesetzt worden. Die kannst du dann richtig setzen. Oder eine neue hinsetzen. Und zwar eine weiße Rose, alles klar. Und hier unten können dann noch ein paar Blumen hin. Nämlich, zack, Papageitulpe und auch eine Viridflora-Tulpe. Oder nee, nicht Virid, sondern eine Triumphtulpe. Und dann kannst du noch deine Blume. Ach nee, du hast ja nur eine genommen. Okay, dann hast du die Blume gesetzt und wir können noch ein paar Palmen holen, oder? Oder bist du schon am Strand? Bist du schon am fleißig? Ja, du bist schon am Strand. Das ist jetzt so auffällig, als ob ich nicht merken würde, dass dieses Unkraut am Strand völlig deplatziert ist. Möchtest du auch ein paar Palmen mitsammeln? Wieso hast du die rote Rose weggemacht? Die rote Rose wollte ich woanders hinsetzen. Aber die habe ich da eben hingesetzt. Ich weiß doch, die war da die ganze Zeit nicht. Also musst du sie hingesetzt haben, aber hatte das eine spezielle Bedeutung? Fühlst du dich jetzt in deiner Tätigkeit als Rosensetzerin verletzt? Erhebst du Klage? Oh, das ist mies. Ich habe leider keinen Anwalt, kann ich mir nicht leisten. Also, nee. Gut, auf jeden Fall sammelst du am besten die Kokosnüsse. Ich sammle die Palmen. Ach, die Palmen. Die Bananen. Dann spart man sich Inventarplatz. Und dann gehen wir zur anderen. Hast du jetzt nur rechts welche gesammelt? Ich habe So, hier jetzt nur bist du. Bananen gesammelt. Aber du Genau. hast Kokosnüsse da unten Ja, geschüttelt. damit du die aufheben kannst. Ach so. Teamwork. Sag das doch. Gut. Hier sind noch welche für dich. Und dann. Kannst ja noch mal auf der anderen Seite gucken. Wo ist das Unkraut? Wo ist das Unkraut? Nein, ich habe kein Unkraut Ja, was soll gesetzt. ich denn hier auf der anderen Seite gucken? Ja, nach Bananen. Ja, aber ich brauche doch nicht Bananen. Ich habe doch schon acht. Mensch. So, sag das doch. Du kannst dir noch ein paar Kokosnüsse mitnehmen, wenn du möchtest, und dann können wir die. Was war da denn? Was war da? Hast du deine Blume Da war eine hingesetzt? Rose. Ach, Die die rote sollte ich Rose, finden. eine andere. Ja. Die rote Rose, aber eine andere die. Eine andere die rote Rose. Ja, weil du die andere rote Rose, die ich gesetzt habe, auch weggenommen hast. Ach Ja. Mensch. Gut, nee, auf jeden Och, Fall setze ich die Mensch. rote Rose dann hier hin. Zack. Und dann können wir zum anderen Oh. Strandabteil gehen. Wo bist du Hier denn? überall Unkraut, ne? Wo bist du denn? Am anderen Strandeingang. Okay. Wo soll denn hier Überall überall Unkraut. Unkraut sein? Hä? Das ist doch nur Klee. Mensch. Ist doch kein Unkraut. Ist doch super. Doch. Gut, und dann pflanzen wir jetzt hier abwechselnd so Bananen und Kokosnusspalmen. Okay. So, hier würde ich sagen, pflanzen wir die erste hier so in die Ecke. Und da kommt zuerst eine Bananenpalme hin. Yeah. Gut, dann Wo ist denn meine Schaufel? können wir hier noch eine hinsetzen. Yo. Ich grabe einfach mal ein paar Löcher, ne?
Dann kannst du ja einfach mal an jedes zweite eine Kokosnusspalme dran setzen. Jo. Ich habe aber nur vier. Das passt schon. Wir brauchen ja auch nicht so viele. Hier kommt noch Banane rein. Da kommt dann Kokosnuss. Hier dann wieder Bananen. Du kannst auch selber Löcher graben übrigens. Also wenn du möchtest. Das ist kein Nein, Problem. dazu bin ich leider zu unfähig. Ach, du bist zu unfähig, ein Loch zu graben. Ah, das ist schon schwierig. Ja. So, dann mache ich hier schön die Vorlagen. Wie im Kindergarten. Alles wird einem vorbereitet. Yay, so wie so ein Mandala. Oh, so ein Mandala sind eigentlich cool. Hallo, du musst die nur Weil du selber ausmalen. nicht zeichnen Hey, hey, kannst. hey, hey, hey. Also das wollen wir jetzt nicht in Frage stellen. Meine Zeichenkünste sind gut. Also hast du mal So meine wie der Zeichnung gesehen? Tierkönig. Ja, wir haben auf der Gamescom nämlich Montagsmaler gespielt und ich habe da schon ordentlich gute Zeichnung rausgehauen, nur leider konnte die niemand erkennen. Ja, das war ein Toastkönig Mit einer Wachskrone. mit einer Wachskrone, die gerade Ich habe schmilzt. nur ein Toastbrot gemalt mit einer komischen Krone, weil ich keine Krone malen konnte. Und dann habe ich es einfach halt so als Toastkönig mit einer Wachskrone ausgegeben. Cool. Möchtest du hier noch eine Kokosnuss pflanzen oder sind die Ich habe keine Kokosnüsse mehr. leer? Okay, die sind leider leer, die sind leider ausgegangen. Dann pflanze ich noch meine restlichen drei Bananen. Und dann haben wir einiges für die Umwelt getan, würde ich sagen. Also, doch, doch. Es fehlt nicht mehr viel, dann haben wir alle Wege hier mit Blumen versehen und haben unsere Arbeit hier in Lupinia Ja, es wären wunderbar aber ja gemacht. nicht mehr Blumen. Wie meinst du es mehr? Ja, es wären doch, na klar wären es mehr, die kreuzen sich doch, man kann am Tag zwei Ach kaufen. so, ja, stimmt. Bewohner setzen welche. Funktioniert doch. Gut, wo bist du denn hingehauen? Oder hingehauen, wo bist du denn abgehauen? Wo bist du hingegangen? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Komm, wir gehen einfach zu unserem Haus oder zu meinem Haus besser gesagt. Alles meins hier in der Stadt, alles meins. Okay, das hat sich wahrscheinlich gar nicht so gruselig angehört, wie ich es jetzt eigentlich vorhatte. Ich krieg das sowieso Hat nicht hin. sich affig angehört. Ja. Affig. Cool, ne? Gut, dann warte ich hier vorm Haus. Und wow, irgendwie hat sich der Himmel richtig zugezogen, merke ich gerade. Also, sehr, In sehr real starke life. Bewölkung. Nee, nee, hier, bei Animal Crossing. Am Anfang war es noch relativ hell und mit leichten Wolken. Oha. Und jetzt hat sich sehr zugezogen. Gut, dann würde ich sagen an dieser Stelle, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir tanzen hier noch ein wenig weiter. Ah nein, nicht Light. Quatsch, ich wollte tanzen, Mensch. Wir tanzen hier noch ein wenig weiter. Und ich würde an dieser Stelle einfach sagen, dass ich mich wie Warte, immer ich will dich fürs. noch mit einem Stern abwerfen. Dann werfe ich mit einem Stern ab. Wenn du das unbedingt noch in der Aufnahme haben möchtest. Ja, wunderbar. Ja, was ich sagen wollte, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe einfach mal, dass es euch Nein, du gefallen hat. Auch wenn wir hier. musst da stehen bleiben. Du möchtest mich auch echt mit den Sternen abwerfen. Das ist Bug-Using, das ist Ausnutzen der Emotionen, andere Leute mit Sternen zu bewerfen. Nee, auf jeden Fall, ja, haben wir meistens eigentlich nur was für die Umwelt getan, aber ich möchte halt, dass Lupinia jetzt bald eine richtig schöne Stadt ist und wir auch aus den ganzen Blumenkreuzen unseren Lohn ausschöpfen können. Und ich würde an dieser Stelle einfach sagen, ich überlasse dir wie immer das letzte Wort. Von meiner Seite aus würde ich aber erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Tschüss.